Willkommen zurück bei Minecraft, hier in unserem lauschigen kleinen Hütte, in der wir uns hier befinden. In dem Dorf, was wir noch gefunden hatten. Gucken wir gerade, wie spät das ist. Die geht gerade unter, dann verweilen wir hier nochmal. Und am Morgen werden wir dann weiter aufbrechen. Was liegt denn hier noch? Sand, ne, wahrscheinlich, ja. Stimmt, unser Inventar war ziemlich voll, ne? Genau. Ich erinnere mich. Sandstein brauchen wir nicht zwingend. Ach, weil wir sonst das Bett hier drin hatten, ne? So, ich schmeiß hier mal den Sandstein weg. Den können wir uns nämlich selber herstellen. Jetzt habe ich wahrscheinlich diese blöden Körner aufgesammelt, oder? Naja, einen Weizen habe ich aufgesammelt. Können die auch gepflegt behalten. Muss ja gleich nochmal schlafen. Und ansonsten werden wir dann erstmal weitergehen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Richtung wir kamen. Gekommen sind. Keine Ahnung, ich glaube von da. Ne, weiß ich nicht. Ne, wir sind quer durch die Wüste, ne? So, und ich glaube, hier hatten wir uns niedergelassen, ne? Ist das das Haus? Ja. Hier steht das Bett. Ihr habt auch so einen tiefen Brunnen bestimmt, ne? Ja, habt da keine besonderen Schätze oder so dergleichen da drin. So, jetzt sammle ich ja doch wieder Sandstein ein. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus hier. Fackeln können wir vielleicht auch noch mal ein paar machen. Wir könnten natürlich auch einen Inventar-Slot sparen, indem wir diese 6 Eisen einschmelzen, ne? Wie spät ist das denn jetzt endlich mal hier? So, wird langsam dunkel. Alle ab in die Häuser! Jetzt weiß ich wieder nicht, welches Haus das war. War ich in dem hier? Ja, das sieht gut aus. Ich kann nur nachts schlafen. Ja, aber die sind doch alle schon drin, ne? Da kommt der Mond. Ist aber gut hier. Ich sehe doch schon den halben Mond. Wie sieht der eigentlich aus? So. Und hingelegt. Der guckt uns ein bisschen beim Schlafen zu. Da sind wir wieder. Bett abbauen. Bett nehmen wir mit. Ja, das Eisen schenken wir uns jetzt. Und dann wollen wir mal weiterziehen. Hier ist so ein schöner Fluss. Ich weiß absolut nicht, in welche Richtung. Ich gehe jetzt einfach los. Ich hoffe, in der waren wir noch nicht. Hier so quer durch die Wüste an diesem sonnigen Tag. Ich renne auch ein bisschen, weil wir haben ja genug zu essen dabei. Ja, ich lasse ein bisschen die Musik erklingen. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Ich wollte, glaube ich, aber eigentlich nach Hause, ne? Weil das Inventar sowieso voll ist. Wir laufen jetzt hier nochmal quer durch die Wüste. Hören nochmal einen Bahnhof in der Ferne. ja, und sehen dann mal weiter. Oder kamen wir von da? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt hier durch die Wüste. Man könnte jetzt auch hier verweilen und hier eine Pyramide bauen oder so, ne? Aber, nee. Cool wäre zu wissen, wo sind wir denn ungefähr? Okay, wir entfernen uns immer weiter. Ja, obwohl die Z-Koordinate stimmt so langsam. Aber X ist halt weit weg. Ich habe hier irgendwas mit 246 notiert gehabt. Was so viel bedeutet, wie wir müssen irgendwo anders hin. Ja, die Wüste ist ganz schön groß hier. Dementsprechend gibt es hier auch ganz schön viele Monster in der Nacht. Da, was ist das da? Ist das ein Dschungel? Sieht bald so aus, ne? Von den hohen Bäumen her. Oder ein Sumpf. Ein Sumpf. Könnte es natürlich auch sein, wir springen da mal galant rüber. Hä, was sind das für Bäume? Ist das dieses Akazienholz? Ist aber ganz schön groß gewachsen, ne? Muss ich mir gerade mal angucken, was denn das hier für ein Holz ist. Ich habe zwar keine Axt, aber ich habe hier sowas. So, nur mal kurz gucken, was ist das? Ach ja, das ist Akazienholz.
Alles klar, weiß ich Bescheid. Da Wüste. Wüste ist da eh zu Ende. Gehen wir hier weiter. Oder gehen wir hier so ein bisschen querfeldein? Ja, über den Berg wollte ich nicht. Moment, mal was essen nebenbei. Ja, da es ein bisschen langweilig ist, in der Wüste rumzurennen, laufe ich jetzt mal wieder ein bisschen über den Rasen. Was würde hier die Koordinate sagen? Ah, es wird weniger. Also die Richtung würde schon mal sehr gut passen und das andere wird mehr. Also da geht es ungefähr nach Hause. Das ist in etwa der Fall. Naja, gut, dann schlagen wir die Richtung jetzt einfach mal ein. Ich laufe hier vielleicht nochmal ein bisschen darüber, damit ich nicht durchs Wasser muss. Ist hier passiert? Eine Bombe gelandet oder was? Oder was? So. Ja, einen Diamanten haben wir. Ich weiß leider nicht. Ich glaube, für einen Enchantment-Table reicht das nicht. Da braucht man, glaube ich, zwei, ne? Aber ich habe ja vorgeschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen Script meinen. Das können wir vielleicht mal machen. Ich gucke jetzt nochmal. Koordinaten werden besser. Beide werden besser, alles klar. Dann können wir erstmal wieder ein Weilchen laufen. Und ich denke mal, in der Richtung wohnen wir dann auch ungefähr. Wie gesagt, die Y-Achse, das ist ja einfach nur die Höhe, auf der wir uns befinden. Aber das dürfte ja bekannt sein, XY und so weiter. Hier sind ein paar Sonnenblumen. Pop, 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 pop. Ab nach Hause. Und jetzt finden wir hier die Megaschlucht, oder was? Nee. Das war so ein kleiner Durchgang. Ja, höhentechnisch war das ein bisschen mau, ich weiß. Aber wir haben ein bisschen was von der Welt gesehen. Wir haben noch ein Dorf. Wie geil ist das denn? Habe ich jetzt ernsthaft noch ein Dorf gefunden? Auf dem Weg nach Hause? Kann doch nicht wahr sein. Erstmal findet man in den Aufnahmen nichts und dann findet man. Ja, das muss ja noch ein Dorf sein. Weil das erste hatte nur zwei Häuser, das zweite war in der Wüste. Ich habe noch ein Dorf gefunden. Vielleicht haben die ja tolle Schätze beisammen. Guten Tag. Ey, warum machst du das Feld kaputt? Ey, du Grobian, bleib mal stehen. Mit Rechtsklick musst du mal die ansprechen, ne? Mach doch nicht das Feld kaputt. Du willst 18 Fäden. Was willst du noch? Moment. Halt, bleib stehen. 17 Kohle für einen Smaragden. So. Ja, das freut dich, ne? Sechs Fische. Ja, gebratenen Kabeljau. Du willst rohen Kabeljau und einen Smaragd, damit du mir den Fisch brätst. Ist doch nicht mal alle Latten am Zaun. So, was hast du denn Feines? Papier willst du? Und ein Buch und 18 Smaragde. Du übertreibst, Digga. Digga, du übertreibst. Maßlos. Achso, ich muss immer rechts klicken, das ticke ich immer nicht. Ja, das denke ich mir auch bei deinen Preisen. So, gibt's hier was, was ich euch irgendwie klauen kann? Muss mich hier mal umgucken, bin neu hier. Ich wollte eigentlich nach Hause, aber jetzt. Ihr habt hier gar keine Tür drin. Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür, ne? Ja. Da wurde länger nicht sauber gemacht. Hey, Kumpel, wie sieht's aus bei dir? Das ist wahrscheinlich das, was der Erste auch hatte. Ja, du willst 24 Kohle. Habt ihr nicht mal irgendwie, was willst du? 15 Rohes? Habt ihr nicht mal irgendwie, gib mir drei Smaragde und ich gebe dir eine fette Spitzhacke oder so? Was seid ihr denn für komische Typen? Lass mich da mal rein. Nein, meine Pferderüstung. Ey, Kumpel. Hau ab hier. Ach, ist mir egal, ich bring dich um. So. Hast du davon? Wir hier in die Bude gucken. Ja, haut mal ruhig ab. Gibt ja eh alle nur dasselbe. Ach, das ist hier so wohl euer Ausguck, wa? Da hinten ist eine Kirche. Nein, nun geh da runter. So. Vielleicht finden wir ja was in der Kirche. Das gibt's ja gar nicht. Haben wir hier ein drittes Dorf gefunden? Also, ich habe auch wirklich nicht nachgeguckt oder so. Sah vielleicht so ein bisschen aus, weil ich halt über die Wiese gegangen bin. Aber es war wirklich nicht der Fall. So, da haben sie noch ein paar Bücher, die können wir noch mal mitgehen lassen. Das ist hier gleich die Kirche. Da gucken wir als nächstes rein. Erstmal hau ich nochmal mit der Spitzhacke hier die Bücherregale kaputt. Ich weiß, das mögt ihr so. Na gut, darum nehmen wir ein bisschen Erde jetzt. Können wir eine Axt machen, aber ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, das spart uns natürlich eine Menge, wenn wir hier schon
Bücher haben ohne Ende. Braucht man nicht so viel Leder nachher, ne? Und das war ja nicht gerade wenig, was wir in Büchern haben, ne? 61 Stück, immerhin. Hier war da nicht gerade der Pastor? Hey, hey. 39 Rotten. Die verkaufen mir alle nur Smaragde. Wofür brauche ich denn die Smaragde, mal ganz ehrlich? So, du. 19 Weizen, du hast ja wenigstens zwei vernünftige Preise. 4 Brote. Ach, ich krieg 4 Brote für 1 Smaragde. 17 Karotten für 1 Smaragde. Ja, ich nehme die jetzt einfach mal mit. Die Karotten können wir dann ja sowieso anbauen. So, was hast du jetzt noch im Angebot? Auf einfach nochmal genau dasselbe. So, was gibt's hier oben in eurer Kirche? Einfach mal nichts und einen kleinen Ausguck, nehme ich an. Wieso haben die denn keine Kisten mehr und sowas? Das ist ein bisschen ungewöhnlich. So, hier haben wir noch 2 Häuser. Okay. Könnte man sich auch schön Treppen mitnehmen, ne? So, wie kommst du hier rein? Hier ums Eck oder was? Ne, du wohnst einfach eingebaut in diesem Haus. Hast du da was drinne? Noch ein Kumpel, mit dem du Liebe machst, nehme ich an. Ja, das hat sich ja gelohnt. So, jetzt seid ihr frei, jetzt könnt ihr hier auch ein bisschen rumlaufen. Hä? Ach, da ist die Tür. Nee. Kann ja gar nicht sein. So, hier kann man immer noch nicht hoch. Hauen wir die Treppe auch nochmal ab. Wir helfen denen hier einfach ein bisschen, ne? So, und dann können sie hier nämlich rein und raus. Und hinten durch den Garten können sie jetzt auch abhauen. Machen sie wahrscheinlich auch alle. Endlich mal zu den Nachbarn rübergehen. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Moment. Okay, es geht weiter. Ich schaue mich hier noch ein wenig um. Hier war ich drin, ne? Deine Bude habe ich leer gemacht. Ne, die war leer. Pferde. Esel, um besser zu sagen. Tja, aber das war auch wieder ganz schön mau hier. Habt ihr hier noch? Nur Weizen? Da, Karotten. Die habe ich ja gerade verschenkt, dann kann ich die gleich mal wieder einsammeln. Da, eine vergessen. Was ist das hier? Das ist auch nur Weizen, okay. Könnt ihr dann bei Gelegenheit mal bitte wieder das Feld machen, ja? Das ist auch einfach Weizen. Kartoffeln. Wunderbar. Nehmen wir hiervon vielleicht auch nochmal 2, 3 mit. Wenn sie denn 2, 3... Ja, noch ein bisschen was war's. Und, ach, noch mehr Kartoffeln. Prima. Ja, ihr ernährt euch in Zukunft nur noch von Weizen, habe ich beschlossen. Ach, es wird dunkel. Na, dann alle mal schnell in eure Häuser. Ich nehme mir das Kleine hier. So, mein Bett. Muss hier noch irgendwie mit rein? Achso, Gras. Mein Bett. Ja. Weg damit. Alle bitte in ihre Häuser. Wehe, du kommst jetzt in mein Haus. Baue ich eiskalt zu, wenn der hier die Tür öffnet. Ah, habe ich nicht geschafft. Naja, gut. Schläft da mit mir zusammen hier. Gute Nacht. Genau. Guck mich ein bisschen an beim Schlafen. Ach, da kommt der Nächste. Um Gottes Willen. Ihr kleinen, kranken Freaks. So. Freaks, passt ja zu mir. Und ab geht's, weiter geht's. Tschüss, macht's gut. War nett bei euch. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja. Ja, der nützt uns leider nichts ohne Sattel. Und einen Sattel finden wir nur in einer Mine irgendwo in Kisten. Oder in einem Dungeon. Und da haben wir beides nicht von. Oh, Pferde ohne Ende hier. Ja gut, bei uns sind auch Pferde, das ist nicht das Problem. Wir gucken mal, stimmt in die Richtung nach wie vor? Es wird da weniger und da wird es mehr. Wunderbar. Die Richtung stimmt immer noch. Und jetzt kommt mehr. Gut, das können wir ein bisschen abkürzen. Aber nicht viel, ne? Naja, laufen wir da mal rüber.
Und ja, hier beende ich die Folge. Wir werden beim nächsten Mal da drüben starten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.